Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu diesem neuen Fiesta Online Video auf dem Server Easel. Ja, eine neue Shop-Analyse ist heute mal wieder am Start. Und damit geht's jetzt auch direkt los. Ja, an meinem Kapital hat sich nicht viel verändert. In den letzten Tagen hatte ich meinen Shop nicht so oft hingestellt. Aber ich habe noch ein paar neue Sachen gekauft. Hier dieses Hemd gab es, glaube ich, für 35 Gold. Schätze ich so auf mindestens 60 Gold ein. Die beiden hier habe ich sehr günstig gekauft, aber ich weiß nicht mehr für wie viel. Ich glaube 10 oder 15 Gold. Die habe ich hier für 10 Gold gekauft. Dürfte auch so 20 mindestens wert sein. Die Sonnenhose gab es für 22 Gold. Ist easy 30 Gold wert. Das Hemd hier habe ich für 5 gekauft. Dürfte locker so 10 bis 15 wert sein. Hier habe ich noch ein paar interessante Sachen. Ja, diese beiden Karten habe ich letztens hier in einem Shop, ne, es waren verschiedene Shops gesehen, jeweils für einen Gem. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass die seltener sind, als der Preis es zeigt sozusagen, sozusagen und demnach auch mehr wert sind. Lustigerweise hatte ich die dann so für zwei Gem jeweils in den Shop gestellt. Dann hat mir aber jemand per Whisper geschrieben, dass er diesen Sirenenkönig Free Ilouan für 5 Gem verkauft hat, was auf jeden Fall mega interessant ist. Seitdem biete ich die beide 5 Gem pro an. Aber man muss auch sagen, diese relativ seltenen S-Karten, jetzt schreiben wieder welche, die sind ja gar nicht so selten, davon habe ich 1000 im Inventar. Ja, schön für dich. Jedenfalls der Punkt ist, da ist echt eine sehr, sehr große Preisspanne, was den Wert anbetrifft. Bei irgendjemand, der diesen Freelow unbedingt haben möchte, ja, und momentan vielleicht sehr, sehr viel Gem zur Verfügung hat, der zahlt da auch locker 5 Gem oder so dafür, ja, das ist gar keine Frage. So, und jetzt werde ich mich dann auch mal an die ja, Shopsuche machen. Vielleicht finden wir hier was Schönes, vielleicht auch nicht, werden wir mal schauen. Ich fange immer bei den günstigeren, bei dem kleinsten Preis an, weil ich ja die Erfahrung gemacht habe, dass das mehr bringt, weil da oben machen immer viele, viele Leute Trash-Items für 99 oder 999 Gem rein, wo sie dann denken, oh ja, immer solche Mangelset-Sachen mit so 20 Ausguess, wo sie dann immer denken, Alter, Server-Best Mangelset-Teil gedroppt. Erstmal für 999 Gem in den Shop. Allen Leuten zeigen, was für Imba aus Guest-Zeug ich hier schon wieder gedroppt habe. Also das ist echt krass lächerlich. Aber das ist auch ein anderes Thema. Die Kette hier ist ein bisschen mehr wert. So 5 Gold mindestens. Aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Mich für 3 Gold hier jetzt großartig zu bewegen. Da schaue ich lieber nach größeren Gewinnmargen, ja. Ich habe auch länger jetzt nicht mehr durchgeschaut, die Shops hier. Vielleicht ist ja mal ein Schnäppchen dabei. Naja. So, ja, also hier ist relativ viel uninteressantes Zeug. Jetzt sagen wieder Leute, ey, sag mir doch mal, wie viel dieser Trash hier wert ist. Das Zeug ist alles nahezu wertlos. Das sollte doch eigentlich offensichtlich sein. Und wenn du das nicht erkennen kannst, dann ist An- und Verkaufen wahrscheinlich leider nichts für dich. Das hier könnte man für so 20 Gold verkaufen, gefällt mir jetzt aber irgendwie auch nicht so. Weiß ich nicht. Ich gehe da auch meistens einfach so nach Gefühl. Ja, ich weiß auch nicht jeden Preis von jedem Item, ja. Ich habe einfach ein Gefühl dafür, wie viel das wert sein könnte. Und wenn du das nicht hast, dann ist An- und Verkaufen ebenfalls wahrscheinlich eher nichts für dich. So, dann möchte ich mich hier, Momentchen mal, noch ein bisschen weiter umschauen. Ja, vielleicht finden wir was Schönes, vielleicht nicht. Ich scroll hier einfach mal ein bisschen durch. Vielleicht gibt es ja was Schönes zu entdecken. So, ja, langsam kommen wir auch in den Bereich. Nee, eigentlich immer ab 50 Gold ist komischerweise der Bereich, wo du meistens nicht mehr so viel findest. Aber das muss ja auch nicht immer der Fall sein. Ich muss mal kurz gucken, wie lange ich schon aufnehme. Und sorry, hier war schon wieder so ein bisschen Unruhe. Deswegen ist das so ein bisschen, ja,
immer ein bisschen schwierig in Sachen Konzentration und so weiter, aber ich probiere mein Bestes. Die könnte man theoretisch auch ein bisschen teurer verkaufen, aber da habe ich jetzt auch irgendwie keinen Bock drauf. Ich gebe euch hierher halt auch hauptsächlich Tipps, damit ihr sehen könnt. Also ich schaue wirklich normalerweise nur noch nach größeren Gewinnmargen, weil wenn du erstmal so viel oder vergleichsweise viel Gem hast, jetzt kommen wieder die Leute. 30 Gem ist gar nichts, lol. Oh Mann, naja. An dir sieht auf jeden Fall gut aus, aber das ist so ein Fall von einem Item, was gut aussieht, aber in Wirklichkeit dann nicht wirklich gut ist oder so. Diese 75er Hose, von der ich da eben gesprochen habe. Was haben wir denn noch Schönes hier parat? Ähnlich wie einen Salat. Also das ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Preis. Ich gebe dir den Titel Nicer Pricer, wer auch immer das gemacht hat. Hier schon wieder so ein Fall. Das Imba-Style Mangelset-Hemd, Server-Best, aber... Also das ist schon fast erstaunlich, dass das nicht für 999 Gem in den Shop ist, weil... Im Shop ist, weil... Also das ist so Imba, ne? Ich kann es kaum fassen. Krasses Ausgess-Setteil halt. So, scrollen wir mal weiter. Bund der Dunkelheit ist eigentlich auch ein interessantes Investment, aber habe ich jetzt schon lange nichts mehr von gekauft. Ich weiß noch, die hatte ich nun auf Teva-Zeiten ab und zu gehandelt, dann hatte ich die teilweise monatelang und dachte mir, ja, nee, keinen Bock mehr, das zu kaufen. Hat mich irgendwie aufgeregt. Ich kaufe eigentlich auch nur Sachen, wo ich weiß, dass ich die relativ schnell verkaufen kann, weil ich auch meinen Shop immer nur zu randomen Zeiten aufstelle und jetzt nicht sagen kann, okay, dauerhaft da steht mein Shop, dauerhaft da steht mein Shop. Also jetzt von der Zeit her gesehen. Sondern immer, wenn ich Lust habe. Ich glaube, ich muss mir auch bald mal ein neues Haus kaufen, weil mein Iglu-Vorrat ist doch tatsächlich nach so vielen, echt nach ein paar Jahren vorbei. Oh, das ist interessant. Mara S ist immer so zwischen 1,6 und 2 Gem. Konnte ich kaufen, aber ich habe die auch schon so oft günstiger gesehen. Warte mal, wie lange nehme ich ihn auf? Ah gut, das geht noch klar. Das geht noch klar wie Kloßbrühe. Schöne Sache eigentlich. Das ist in meinen Augen zu teuer, wobei es halbwegs fair, sagen wir mal so 2,2 bis 3 Gem dürfen ja sein. Aber diese Ketten finde ich immer schwer zu bewerten. Da dachte ich mir manchmal, hey, ist die vielleicht nicht mehr wert? Aber das ist echt schwer zu sagen irgendwie, weil ich immer nicht weiß, ja, brauchen Leute echt 60er Orange-Schmuck? Also grundsätzlich ist es schon sehr beliebt. Also die hier haben auf jeden Fall krass an Wert verloren, seitdem 60er Orange-Schmuck so vergleichsweise günstig ist. Oh, hier ist eine DZS-Karte. Die ist auch seltener als meine Karten hier nach der Nummer zu urteilen. Das ist very interesting. Oh, Raimi finde ich gut, dass der wieder ein bisschen teurer hier ist. Den habe ich nämlich schon. Warte, habe ich die nicht auch? Jemand macht genau dieselbe Strategy. Das ist. Also eine dazwischen, Komma 235, das hier ist 233. Ist ja funny. Naja, was wollte ich noch sagen? Ach so, ja, Raimis habe ich auch mal wieder sehr günstig gesehen in letzter Zeit für so 4,2 Gem. Da dachte ich mir, ha, das sieht ja günstig aus für einen Raimi. Also das hier ist ein sehr, sehr guter Preis. Leute, kauft euch doch lieber so ein Zweihandschwert als diese überteuerten 70er Blue-Axe, ja? Wenn ich neu im Game wäre und eine 70er Waffe brauchen würde, ich würde mir safe dieses Zweihandschwert hier kaufen. Zum An- und Verkaufen ist es leider nicht so gut geeignet, weil Leute denken, dass Zweihandschwerter schlecht sind. Was ich irgendwie nicht so finde, aber ich bin da jetzt auch nicht so kleinlich und schau, das macht 10% mehr Damage auf 1 Million Stunden gerechnet. Sowas ist mir eigentlich relativ wane. Ich finde, die sehen auch cool aus. So, das ist für mich eher so der Grund, warum ich dann so ein Zweihandschwert mir getten würde, ja. Wenn ihr jetzt sagt, Zweihandschwerter sind schlecht, dann seid ihr wahrscheinlich jemand, der das Spiel ein bisschen zu ernst nimmt. Und da gibt es irgendwie ziemlich viele Leute. Aber das ist auch nicht meine Angelegenheit. Ja, 50er Blue-Axe merkt man, also im Vergleich zu früher, guck mal, die hat mega nice Stats eigentlich. Oder sagen wir mal ganz gute Stats. Ne, eigentlich schon ziemlich nice Stats und das ist schon relativ günstig, ne? Ich meine, die könnte ich mir easy kaufen, ne? Einfach so, es wäre komplett egal, weil ich schon wieder das Gem gestackt habe, aber ich habe irgendwie keinen. Ich habe doch sogar so einen Bienchen-Charme. Ja, aber ich feiere die Axt jetzt auch irgendwie nicht so sehr, ehrlich gesagt. Ist das ein plus 5 Raimi? Oh, nice. Alter, ich habe plus 5 Raimis 12,5 Gem gesehen, ja.
Und ich glaube, die sind auch gar nicht mehr so viel wert. Also passt auf, wenn ihr euch ein Plus 5 Raimi kauft, die gibt es auch ziemlich günstig. Wie gesagt, 12,5 Gem vor einer Woche oder so gesehen. Nice, ich könnte mir easy peasy, nee, könnte ich nicht, ein Helga-Zappi mal wieder einfach so gönnen. Oh, die sieht aber auch nice aus, könnte ich mir für meine Yegi mal irgendwann kaufen. So eine Malle Army Plus 12. Und genau, hier wieder das, okay, das ist wirklich cool. Hier, das ist, was ich meine, ne? Wo du nur denkst, ja. Gut, so viel dazu. Ja, ich, oh nein, nicht Hilfe klicken, oh gut. Ja, ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass dir dieses An- und Verkaufsvideo gefallen hat vom 17.02.2018. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Alles Gute. Ja, ciao.